Ja, herzlich, geht's los? Ja, also herzlich willkommen zum Release von Problemlöser, dem neuesten Spiel von Pionierwerk. Und kurz zur Geschichte mal, was wir weswegen, wieso, weshalb, worum es geht. Die Geschichte des Spiels ist es, dass man ein IT-Trainee ist bei der Firma Schnellzünder IT. Und man wird das gleich sehen. Das hier ist die IT-Leiterin Bärbel Babu und die stellt jetzt den Kollegen vor. Das sind wir, das sind die Helden. Das ist der Hans. Und Hans ist jetzt der Trainee und soll jetzt diese Kollegen hier unterstützen, dabei Probleme zu finden in seinem ersten Projekt. Ne? Und in dem Spiel selber wird man gleich sehen, er wird Skripte debuggen und muss Admins ausweichen, die er nicht stören darf. Ja, die Admins müssen ja weiterarbeiten, wir sind ja viele von Rabbern in der IT, das können wir uns ja vorstellen. Ne? Der Jungspund soll da, wenn es geht, alles machen, aber keinen stören. Ne? Das ist bei dem Spiel und dann wird das Spiel hat eine Story, das sieht man hier ja auch. Und gleich geht es dann zum Action-Teil, die Story. Hat 10 Level, also das Spiel hat 10 Levels und diese Story geht auch über 10 Level. Es gibt dann immer etwas Erklärendes am Anfang. Danach, wenn man verliert, gibt es etwas Hämisches. Wenn man gewinnt, ganz am Ende gibt es dann noch eine Belohnung. Unglaubliche Belohnung. Und die Idee, warum das gemacht wurde, dieses Spiel, war, dass ich war mit anderen Spielentwicklerkollegen zusammen auf einem Meeting und da wurde gesagt, dass nur Videospiele sein wie Pornos, die Story ist vollkommen wurscht. Und ich habe gesagt, nein, das ist nicht so. Ich habe gesagt, die Story bei Computerspielen ist wichtig. Da gab es eine kleine Diskussion und dann haben die alle über mich gelacht. Und dann war ich tief betroffen und unglücklich und habe gesagt, ich beweise einfach das Gegenteil. Reden ist Gold, machen ist noch besser, ne, wie Gold. Und das ist das Ergebnis davon. Und das Ergebnis ist jetzt halt, es gibt eine Story und es gibt ein Spiel. Ne? Und würde ich jetzt mal sehen, dass ich da nichts kaputt mache. So. Das ist jetzt das Spiel, das ist das dritte Level. Das Spiel sieht so aus, unten ist Hans, der fleißige Trainee. Hier sind die Admins, die da rumlaufen. Die Admins beschützen ihre Silos und um die Silos herum sind die Skripte, die debuggt werden müssen. Das Spiel ist mit Joystick, Maus und Tastatur spielbar. Mit Joystick ist es so, Schulterklappe links, geht er hoch, Schulterklappe rechts, geht er nach rechts. Wenn man nichts drückt, geht er immer nach links unten. Das kann man hier erkennen. Also man steuert eigentlich immer gegen links unten. Also die Steuerung ist etwas mehr tricky, wie man auf den ersten Blick glaubt. Und das ist ja auch das Besondere, also das Herausragende, das ist halt diese Sache, man muss immer gegenlenken. Debuggt jetzt seine Skripts. Das Spiel hat 8 Schwierigkeitsstufen, das hier ist die erste, deswegen ist das auch alles etwas behäbig. Allerdings, also einer der Tester filmt ja gerade, aber die Tester haben auch bestätigt, es ist auch schon in der Normalausführung herausfordernd. So soll es auch sein. Also der Grund, das Spiel zu spielen, würde ich sagen, ist, dass es eben nicht so einfach ist, 10 Level mit Hans Hackbert hier zu debuggen. Man sieht, wenn man die Admins trifft, verliert man Leben. Stop disturbing my admins. Be done without looking at the monitor. Unsere IT-Leiterin kommentiert das auch ab und zu. Ne? Und man hat eben gesehen, es sind keine Skripts mehr da. Das ist deswegen, weil ich habe alle Skripts des Silos debuggt und jetzt kommen die Bugs raus. Und einer ist da oben, den muss ich halt auch noch treffen. Stelle mich gerade etwas dämlich an. Und habe das Spiel leider verloren. Even when you had a good start and got valuable results to the organization, Carl mentioned that your skills are limited. He suggested more training and analysis. That's why I asked if we had an opportunity that could help you. And since we could rely on our corporate family, the finance department offered you a chance to change your internship to become an accountant. Also das ist die Belohnung, wenn man dann versagt,
in der IT, ne? Gleich Kopf ab, aber wie Bärbel sagt, Schnellzünder ist eine große Familie. Sie lässt ihn nicht hängen und sie bietet jetzt dem IT-Trainee an, er könnte ja auch Bürokaufmann werden. Nett. Und der Admin da oben, der freut sich tot, der lacht sich krank, denkt er, wie, und die Story ist so, alles was in gestrichenen Linien ist, sind quasi Denkblasen. Ne? Und sie redet ihr etwas, aber in Wirklichkeit denkt sie was ganz anderes. Ne? Und er sagt auch, der Kerl kann ja gar nichts. Ne? Er denkt sich, hätte ich bloß den Any-Key gefunden, wie es so ist. Ich denke mal, vielleicht etwas aus dem Leben gegriffen. Und jetzt würde ich nochmal anfangen. Das war ja jetzt, also man hat gesehen, es gibt eine Story und es gibt ein Gameplay. Und es wird auch erklärt, how to play. Da wird nochmal gesagt, wie die Steuerung ist. Man sieht hier die Schulterklappen, das ist das Wichtigste eigentlich. Die Mission wird auch nochmal erklärt. Ihr seid Hans. Wird nochmal gesagt, wie das mit dem Leben ist, was ein Bug ist, oder was ein Skript ist, was ein Bug ist, was Admins sind, dass die Zeit die Rolle spielt, dass man Punkte kriegt und so weiter und so fort. Und es wird auch nochmal der Prolog der Story erzählt. Soll ich auch mal zeigen. Also Bärbel Babu, wie gesagt, ist CEO von Schnellzünder IT, sucht immer neue Talente und gibt ihnen die Möglichkeit, ganz geile Projekte zu machen. Ne? Wer kennt das nicht? Und sie sind total stolz darauf, dass sie sich nach Regeln halten und total durchorganisiert sind und dass es also alles ganz klasse ist und was die Leute nicht alles lernen können, wer kennt es nicht auch. Und jetzt, das ist Hans Hackbert, er hat gerade die Schule abgeschlossen, er ist an Technologie interessiert, wie zum Beispiel beleuchtete Keyboards, ne? Hochtechnologie, sagt er. Ne? Wichtig. Er fühlt sich gut gerüstet, denn er hat den Digitalführerschein gemacht. Hat nur 7 Anläufe. Hier, Digitalführerschein, Bundesadler, alles gut. Und er fühlt jetzt sich motiviert und so weiter. Das ist der Prolog. Und dann haben wir eben das Spiel gesehen. Ich fange jetzt nochmal an. Es gibt Optionen, man kann das Startlevel, die Anzahl der Leben, Extra Time und so machen, um es noch schwieriger zu machen. Das ist die Idee. Man kann alles noch schwieriger machen, weil es ist herausfordernd. Das ist der Grund, warum man das Spiel spielen sollte, finde ich. Und dann kann man hier die Difficulty Levels, ja, und wir hatten eben normal. Wir machen jetzt mal extrem. I would like to introduce Hans Hackbert. He is our new DevOps trainer. Hans will look at our menu service as his first little project. Sie denkt aber etwas ganz anderes. Er ist ein stinkender Nerd ist. Und zieht sich auch das ganze Spiel durch. So. Und man sieht, die sind jetzt schon etwas schneller, die Jungs. Das erste Level ist quasi ein Tutorial. Das sollte eigentlich keine große Schwierigkeit sein, das zu lösen. Und man merkt auch, wenn es schwieriger ist, dann kommen 4 Bugs anstatt 2. Die Admins kommen nicht in die unterste Linie. Nee. Well done. You are such a handy developer. Sie lobt auch. Es ist nicht nur so, dass sie... Immer wenn man Silo, wenn man alle Bugs gefunden hat, werden die Admins langsamer. Die sind dann nämlich... Sie schämen sich dafür, dass dieser Anfänger ihre Bugs gefunden hat und dann werden sie langsamer. Ne? Das ist der Hintergrund. Computers and in particular coding are not one of your talents. Because we are a family,
We're constantly looking at how we can make the best use of our resources, and that's why we've decided to offer you another internship position in our facilities management department. The opportunity to become a toilet manager should suit your abilities. Ja. Das Ende einer aufstrebenden Karriere trotz Digitalführerschein sollte nicht sollen sein. Knapp gescheitert, kann man sagen. Nur am Spitz. Das auch noch, ne? Aber jetzt wird er ja demnächst selber Schnitzen machen können, also eigentlich alles in Ordnung, dank der Family da, ne? Und auch der Adam freut sich, ne? Ja. Und so weiter und so fort. Das ist das Spiel. Und ja, jetzt würden wir mal dazu übergehen, das kann ja jeder mal ausprobieren. Und der die größte Score kriegt, der kriegt dieses nette Pionierwerk-Shirt als ersten Preis. Und das wäre dann der Release von Problemlöser. Dann ja, kannst jetzt.